done. Los geht's. Es wird jetzt sehr lebenspraktisch. Oh. Ja, sehr lebenspraktisch und es geht um Punkte. Um die Achtung, Achtung, wieder. Achtung. Weshalb warnen einige britische Reiseführer vor einem Saunabesuch in Deutschland? Wegen der großen Hitze? Wegen vieler Aufgüsse? Wegen nackter Menschen? Oder wegen überteuerter Preise? Das ist mal aus dem Leben gegriffen. Ah. Nein! Das ist eigentlich ganz einfach. Das erste Was? Mal, dass die Saubären sich einig sind hier. Ja? Und sie gehen auf die nackten Menschen. So. Auf die Begründung bin ich gleich gespannt. Jetzt gucken wir erstmal, wie ihr das gelöst habt. Weshalb machen einige britische Reiseführer vor einem Saunabesuch in Deutschland nackte Menschen? Das war mein größter Schock in Deutschland, als ich hier angekommen bin, dass alle nackt sind in der Sauna. In Brasilien no chance. So, also ja, ich würde sagen C, nackte Menschen. Beide einer Meinung? Ja. Dann ja. ist Antwort C notiert, keine Beratungszeit notwendig. Wahnsinn. Wirklich so. So viel Einigkeit war nie. Ich kann mich wirklich an diesen Tag erinnern. Ich war hier wohnte noch nicht hier. Ich bin so 1998 mit einem Miss Intercontinental-Wahl in Deutschland gewesen. Das Finale war hier. Und wir haben tatsächlich einen Auftritt in einem großen Badewelt gehabt. Sauna. Und wir Mädels aus der ganzen Welt gehen ein bisschen spazieren und gehen in die Sauna rein. Und ich habe einen Schock bekommen, als alle einfach so Hallo vorbeikamen. Und wir standen da so, what? So, Hallo, ja? Mit dem Handtuch. Ah, mit dem Handtuch. Mit dem Handtuch. Und dann bin ich beruhigt. Mit dem Handtuch. Mit dem Handtuch. Mit dem Handtuch. Das hat mich geprägt, sagen wir so. Sag mal, und ihr seid mit der Miss Intercontinental Schärpe rein, ja? Hi, ich bin Miss Brasilien. Hallo. Oder die Leute, die auch gerne so sitzen in der Sauna, finde ich auch gut. Aber ich meine, ehrlich gesagt, an der Copacabana, also ich meine... Das ist Mythos. Wir Brasilianer, wir gehen nicht nackt zum Strand. Auch oberkörperfrei. In Brasilien ist es verboten. Es ist Gesetz, es ist verboten. Ich würde niemals zum Strand gehen oberkörperfrei, so ohne Bikini. Dann haucht zart noch was, ne? Ja, Bikinis Kleid, aber alles, was bedeckt ist, ist bedeckt. Ja. Also ja, und das sind Mythos. Also in Brasilien geht nicht nackt, bitte, sonst Polizei kommt. Ja, ja. Aber ihr könnt die Polizei bestechen. Also. Gut, okay, das haben wir verstanden. Aber ja.